Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind hier zu einem neuen Interview auf der Aktionär TV. Wir stellen uns heute die Frage, wird es ein gutes Börsenjahr für den DAX oder eher ein verlustreiches? Und die Antwort wird uns hoffentlich Matthias Hüppe von der HSBC geben. Schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Hatsch, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir haben ja schon in der letzten Zeit öfter über den DAX gesprochen und in den ersten Handelstagen dieses Jahres auch gesehen, dass der DAX noch ordentlich was drauflegen kann. Wir haben einen starken Jahresauftakt gesehen. Wie bewerten Sie diese Entwicklung? Ja, vielleicht muss man erst sagen, wir haben ja nicht nur einen sehr starken Jahresauftakt, sondern wenn wir mal seit Ende September letzten Jahres das betrachten, haben wir 25% im DAX gemacht. Also das war schon eine fulminante Rallye. Natürlich in der ersten Börsenwoche gleich fast 5% gemacht. Das ist schon sehr positiv. Und das Interessante ist so ein bisschen, das ist so die Erwartung, man ist vielleicht mit negativen Erwartungen dieses Jahr reingegangen, während man letztes Jahr mit sehr positiven Erwartungen reingegangen ist. Und genau das Gegenteil tritt dann quasi ein. Also wir haben jetzt wirklich sehr starke Kurserholungen gesehen. Natürlich wieder das Thema Inflation. Die Inflationsbefürchtungen sind ein bisschen zurückgegangen. Wir haben auch gesehen, manches wird positiv interpretiert. Arbeitsmarktzahlen in den USA, da wurde dann besonders der Faktor genommen, dass die Preiserhöhungen, die Lohnsteigerungen nicht so hoch waren wie erwartet, obwohl doch mehr Jobs geschaffen wurden. Also da sucht man sich dann auch die Seite der Medaille aus, die dann vielleicht besser zur Marktstimmung passt. Also alles in allem muss man sagen, schon eine sehr gute Entwicklung unter den Rahmendaten, die wir eigentlich haben. Das Thema Inflation ist ja nicht weg und natürlich das allübergegenwärtige Thema, was ja mit der Inflation zusammenhängt. Was macht dann die Fed im Februar? Was kommt auf der Zinsseite aus den USA und dann natürlich später auch in Euroland? Also wir haben ja einige Risikofaktoren oder ja, Herausforderungen aus dem letzten Jahr noch mit in dieses Jahr getragen. Das Thema Inflation, die ist in der Eurozone ja zuletzt zurückgegangen. Aber wie Sie auch sagen, so Konjunkturdaten, die Arbeitsmarktdaten und die Anleger sind in Abwartehaltung. Was macht eigentlich die Fed? Aber es lässt sich wirklich beobachten, dass der Optimismus gerade dominiert. Sie haben die ersten 5 Handelstage angesprochen, die sind ziemlich stark. Und da haben Sie ja auch eine Auswertung gemacht der letzten 35 Jahre. Weil es gibt ja diese alte Börsenweisheit, dass wenn die ersten 5 Tage in einem Handelsjahr gut liefen, es eigentlich dafür spricht, dass das ganze Jahr gut wird. Lässt sich das auch auf 2023 anwenden? Wir wollen es hoffen. Also erstmal muss man sagen, diese Börsenregel klingt ja ein bisschen verrückt, aber man kann ja sagen, der erste Eindruck zählt. Und wir haben uns das Ganze mal angeguckt. Also die Regel sagt, sind die ersten 5 Tage eines Börsenjahres positiv, dann gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das ganze Jahr positiv wird. Und wir haben uns das mal angeschaut. Wir haben das im DAX seit 1988 betrachtet. Und jeweils, wenn es schraffiert ist, ich hoffe, man kann es da auch sehen, da war dann im Endeffekt der Gleichklang. Sowohl nach unten, also auch hier zum Beispiel in 2 Jahren, wo wir das hatten, negative Eröffnung, negatives Gesamtjahr. Man sieht schon, die straffierten Flächen überwiegen und insgesamt sind es von den 35 Jahren 24 Jahre, wo das zugestimmt hat. Das heißt also eine Trefferquote von knapp 69%. Also das ist schon sehr gut. Das ist natürlich, kann man sagen, so ein bisschen kritisch sagen, naja, 5 Tage jetzt wirklich als die Bewertung zu nehmen. Aber zurück betrachtet muss man sagen, mit 69% eine sehr gute Trefferquote. Ein bisschen kann es natürlich auch damit zusammenhängen, gerade wenn wir eine sehr positive Eröffnung haben und viele noch nicht investiert sind, dass da natürlich auch so ein bisschen dieser Druck kommt, okay, jetzt muss ich auch einsteigen. Ich habe die erste Woche verpasst und der Markt ist schon so gut gelaufen, jetzt muss ich auch investieren, um dann den Rest mitzunehmen. Das kann ein Grund sein, auch warum vielleicht diese Regel funktioniert. Wie gesagt, mit Vorsicht zu betrachten, nichtsdestotrotz ein wichtiger Indikator und mit einer Trefferquote historisch gesehen von 69% sicherlich nicht der schlechteste. Und wir sehen ja auch, der Optimismus von Seiten der Anleger ist auf jeden Fall da, trotz der Herausforderungen, die Sie auch schon angesprochen haben. Aber sehen Sie noch irgendwas, wo Sie sagen, der Markt sollte sich auf jeden Fall absichern, denn diese Euphorie kann auch schnell wieder verfliegen? Ja, also das muss man natürlich sagen. Letztes Jahr hat man genau den Punkt, da haben wir zwar nur mit einem ganz kleinen Plus die ersten 5 Tage geschlossen, aber danach ging es ja dann deutlich nach unten. Aber was noch wichtig dazu kommt, und das ist ja auch ganz wichtig, wir sind ja hier auch wieder so ein bisschen in der technischen Analyse, also sprich, wir haben immer ein Ziel, aber wir haben auch immer einen Stop. Es gibt noch mal so einen anderen Indikator. Wenn man im ersten Quartal unter das Tief des Dezembers fällt, dann ist das wiederum ein negatives Signal. Das heißt, wir sollten tunlichst nicht das Tief aus dem Dezember berühren oder unterschreiten im ersten Quartal. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, jetzt haben wir die Kurse vom 6.1., wir sind ja jetzt schon bei 14.900 knapp im DAX. Das wären quasi knapp 1.100 Punkte bei 13.792. Das heißt, 13.792 sollte in etwa der Stop sein, den man hat.
wo sich das Blatt dann wieder wenden könnte, wo man dann sagen kann, okay, das war vielleicht doch dann nur ein Strohfeuer, was wir gesehen haben. Also das erste Quartal ist auch sehr stark richtungsweisend für das Jahr. Und wenn wir hier unter das Dezembertief rutschen, dann wäre es wieder negativ zu interpretieren. Das Schöne ist hier an der Stelle, man hat ein klares Stop-Loss. Also wir sind jetzt so 8% entfernt. Und wenn man diese Regel jetzt anwendet beim S&P und Dow Jones, merkt man, da sind wir schon deutlich näher dran. Da wird es dann schon schwer mit den Stops, wenn es nur 2-3% sind. Aber insgesamt ist das eine ganz gute Möglichkeit, auch nochmal den nächsten Schritt zu nehmen, also nicht nur die 5 Tage zu bewerten, sondern dann zu sagen, okay, wo wäre denn dann der Punkt, wo der Markt wieder dreht? Da sind wir bei den 13.792. Natürlich auch wichtige Marken sind die 14.800. Also da gibt es auch andere Marken oder eine Konsolidierung bei 14.600 ist auch nicht schlecht, muss man sagen. Leichte Korrekturen werden wir sicherlich auch von Gewinnmitnahmen nochmal sehen. Aber diese 13.792 für den DAX, die sollte man sich durchaus merken. Also man schaut jetzt darauf im ersten Quartal besonders, wie entwickelt sich der deutsche Aktienindex und hat dann das Dezember-Tief, Entschuldigung, im Fokus. Wie sichert man sich denn konkret ab? Ja, wie sichert man sich ab? Das ist natürlich hier für den DAX, wenn man entsprechende ETFs oder Index-Zertifikate hat, kann man das dann umrechnen. Meist wäre das zum Beispiel 137,92 Euro oder ähnlich. Man muss natürlich aufpassen, wenn man da einen Stop setzt auf diesen einen DAX-Punkt. Genau, das macht jetzt keinen Sinn. Man sollte da so ein bisschen natürlich auch, sage ich mal, Atmung zulassen. Aber bei diesem Niveau sollte auf jeden Fall vielleicht mal so ein Alerting aufgehen, vielleicht bei 13.800. Und dann sollte man sich das Ganze mal anschauen, die Marktstimmung. Man kann das Ganze machen über Stop-Loss. Bei Einzelaktien wird es natürlich dann schwieriger, weil da müsste man überlegen, okay, nehme ich jetzt die 8% beispielsweise, 7% Korrektur im Markt, auch für meine Aktien. Wenn die Aktien vielleicht stärker schwanken, passt das dann gar nicht. Das ist so ein bisschen das große Bild als Indikator, wo die Reise insgesamt hingehen kann. Das sollte man so auch betrachten. Und klar ist natürlich, wenn man einen Stop-Loss setzt, das muss jeder auch wissen, das heißt nicht, zu diesem Niveau wird man genau verkauft, sondern das heißt, wenn das Niveau erreicht wird, wird dann zum nächsten Kurs bestens verkauft. Und wenn der Kurs natürlich deutlich niedriger ist, weil es vielleicht in der Nacht deutlich runterging, dann kann es auch sein, dass man bei 13.600 oder ähnliches aus dem Markt rauskommt. Das ist mal ganz wichtig beim Stop-Loss. Da ist manchmal immer noch ein falsches Verständnis. Das heißt nicht garantiert zu diesem Kurs raus, sondern das heißt nur ab diesem Kurs setze ich eine Verkaufsorder als Market-Order und hoffe dann zu dem besten Preis rauszukommen. Ich kann es aber auch mit dem Limit kombinieren, wenn ich möchte. Ganz grob gesagt, Herr Hüppe, der Optimismus ist nicht fehl am Platz, aber Anleger sollten sich auf jeden Fall absichern, falls die Anleger mal merken, dass der DAX stark fällt. Genau, also der Optimismus ist schön und wir sehen es ja auch heute nochmal, wir haben einen sehr positiven Markt. Man sollte natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Sicherlich schauen wir alle auf die FED-Sitzung, kommen die 25 oder vielleicht doch die 50 Basispunkte. Die Stimmung geht ja immer mehr Richtung 25. Wenn es dann doch 50 sind, wird es der Markt natürlich sehr negativ nehmen. Inflationszahlen sind natürlich auch das, wo alle drauf schauen. Aber insgesamt kann man schon sagen, viele sind ja mit negativen Erwartungen dieses Jahr gestartet, wurden positiv überrascht. Und das ist vielleicht ein gutes Signal, weil letztes Jahr war es genau umgekehrt. Da war vielleicht zu viel Optimismus da. Also von daher vielleicht gar kein schlechter Indikator. Klar muss nur jedem sein, die 5% pro Woche können wir natürlich nicht das ganze Jahr durchziehen. Da haben wir jetzt schon mal einen ganz guten Sprung gemacht. Wenn man überlegt, dass man durchschnittlich zwischen 8-13% pro Jahr machen kann, dann haben wir ja schon die Hälfte der Jahresperformance quasi in der ersten Woche gemacht. Das führt aber auch wiederum zum Druck für einige, die noch nicht investiert sind, die dann noch vielleicht im Urlaub waren, vielleicht auch auf institutioneller Seite, die sich dann gezwungen sehen, eben nachzukaufen und vielleicht dadurch den Markt auch noch mal ein bisschen bewegen. Und die Entwicklung behalten wir beide ja im Auge. Wir sprechen uns ja regelmäßig und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Danke für dieses Interview, Herr Hüppe. Vielen Dank, Frau Arnesch. Liebe Zuschauer, auch Ihnen ganz lieben Dank für Ihr Interesse an dem Interview mit Matthias Hüppe von der HSBC zum Deutschen Aktienindex. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann, schalten Sie wieder ein.